Servus, grüß euch beieinander. Ich habe wieder was bei Motatos bestellt, die Lebensmittelretter, sprich Sachen aus Rückläufen, Überproduktionen, MHD und so weiter. Finden bei Motatos ein neues Zuhause und einen, wie ich finde, sehr, sehr günstigen Preis. Schauen wir doch mal rein. Wir fangen an mit der ersten Kiste. Ich habe zwei Kisten bekommen. Wenn ich den Zettel finde, sage ich euch auch, was ich bezahlt habe. Es gibt bei Motatos ja nicht nur Lebensmittel, nein, aber vor allem Lebensmittel. Wir fangen nochmal mit dem ersten Teil an. Das habe ich nicht bestellt, aber es macht ja nichts. Protein Cream, Whey Protein Bread Spread. Okay, also Protein Haselnusscreme wollen wir es einmal so nennen. Das habe ich bestellt von Manna, Lebkuchen und so weiter. Zartbitter, Marmelade, Knöpfe, Gingerbread, schokoladengetunkter Lebkuchen mit Fruchtfüllung. Da freue ich mich drauf. Dann haben wir Sriracha Hot Chili Erdnüsse. Jawohl. Mag fein sein. Dann kommen wir zum ersten, was man nicht essen kann. Es gibt Duschgel. Um den Preis muss man da zuschlagen. Dann was ich so noch nicht kannte. Milky Way Biscuits. Sind so runde Plätzchen. Sehr interessant. Habe ich bei uns jetzt so noch gar nicht gesehen. Aber ich komme jetzt auch nicht so viel shoppen. Vielleicht kennt ihr das besser. Dann haben wir, sieht aus wie eingelegte Gurken, sind aber Brotzeitzwiebeln nach, aus bayerischem Anbau. Eingelegte Zwiebeln, also für mich persönlich schaut das schon mal sehr lecker aus. Das ist auch schon mal einer meiner Highlights, mal ganz ehrlich sagen. Da freue ich mich schon drauf. Dann haben wir herzhaft würzig Steaksoße von Werder. Wer vielleicht die Firma kennt, das ist kein kleiner. Und vor allem eine sehr, sehr gute Marke, wie ich finde, rein vom Geschmack her, vom Ketchup. Das normale Ketchup kannte ich, darum jetzt mehr davon. Von Hendlmeier. Cocktailsoße mit Dillspitzen verfeinert. Das schreit nach Shrimps. Black Tiger Shrimps. Mit Cocktailsoße. Ja, da bin ich daheim. Gebe ich zu. Jalapenos in Scheiben eingelegt. Na, mal rein zu Interesse halber. Ist da überhaupt der MHD drauf? Weil es hat ja irgendeinen Grund, warum das so günstig war. 9.2024, also da haben wir noch reichlich Luft. Am MHD lag es da nicht. Dann haben wir, halt, die Brotzeitzwiebeln waren im Doppelpack. Sowas gibt es auch, dass das dann dort steht. Aufpassen, ihr kriegt davon zwei. Dafür aber halt zu einem sehr günstigen Preis. Auch von Werder Ketchup, die Barbecue Sauce. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Kenne ich nämlich auch so noch nicht. Das ist einzeln. Kichererbsen ist jetzt relativ unspektakulär. Okay, also. Super spicy. Nudel, so ein asiatisches Fertiggericht. Wir haben die schärfsten Nudeln der Welt ja bereits verkostet. Jawohl, und da gibt es jetzt im Super Spicy. Ja, das wird einmal so ein Projekt wahrscheinlich für einen gepflegten Frühschoppen. 8.2.24. Heute ist der 9.2. Zu dem Moment, wo ich es bestellt habe, waren sie ja noch innerhalb des MHD. Aber es heißt ja mindesthaltbar, nicht tödlich ab. Und das ist ein Trockenprodukt, also ich habe jetzt da wenig Sorge, dass das schlecht sein könnte. So wie Kit Kat Sensis Cookie Crumble. Ja, wie ein Schokoriegel, aber halt mit Keks. Milchschokolade. Gut, sehr gut. Dann haben wir hier noch M&M's Erdnüsse. Aber jetzt wird es schwer.
Oh. Die haben auch Katzennahrung. Und wir haben keine Katze, wir haben eine Fressmaschine. Also unser Hund hat, sagen wir mal, rund 60 Kilo. Und er kriegt da so ein Cocktailglas voll fressen. Und die Katze frisst 400 Gramm Nassfutter. Sehr gut, dass es Motatos gibt. Die Katzennahrung hier, 14.11.24, also auch noch sehr lange haltbar. 12 mal 100 Gramm, das Ganze viermal. Und alles, was ich jetzt da präsentiert habe, kostet einen lockeren Fuffi. Nicht einmal ganz, denn ab, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie war das? Bisschen über 40 Euro braucht er den Versand nicht bezahlen. Darum auch die Katzennahrung zum Abfüllen. Ja, interessante Produkte und vor allem, es ist ja so, dass man da ja was Gutes tut, weil da sind viele Sachen, die werden weggeschmissen. Und Motatos nimmt sich dessen an. Was haben wir da? MHD 7.24, da sind wir absolut schmerzfrei. 7.24, also es ist alles noch haltbar. Das Einzige, was einen Tag drüber ist, sind die vier Päckchen mit den Ramennudeln. Das ist ein Trockenprodukt, also jetzt da ganz wenig Bauchweh, dass da irgendwas schlecht sein könnte. Wie gesagt, mindestens haltbar, nicht tödlich ab. Ich finde die Geschichte von Motatos gut. Wir hatten ja auch Duschgel und sowas dabei. Sachen, die nicht zum Essen bestimmt sind, auch die Katzennahrung. Ich finde das eine gute Sache und wie gesagt, es schont auch den Geldbeutel. Ich sage wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video, bleibt's meine Freund. Ist übrigens auch eine deutsche Seite. Somit wird es auch in Deutschland versteuert, was gar nicht schlecht ist. Servus.